der erste Tag. Ich höre schöne Dinge. Jawohl. Ja, ich hocke jetzt hier im Grün auf der Steinpackung, direkt am Wasser und versuche heute mein Glück auf Rapfen. Das habe ich mir nicht vorgenommen, das habe ich spontan entschieden, da die hier sehr stark räubern. Und meine Idee war, ich nehme mir meine Popper, die ich mir gestern geholt habe, und versuche einfach mal mein Glück. Habe versucht und probiert, nichts gebissen und bin dann auf eine Barschoptik umgestiegen. Das ist so richtig, der hat so richtig Leuchtfarben, Barschimitat, und reingehauen, sofort der erste Rapfen drauf geknallt. Und das ging dann auch Schlag auf Schlag, einer nach dem anderen. Jetzt war nicht eine Pause, die haben auch aufgehört zu räubern. Und ich habe gemerkt, sobald die Rapfen räubern, also wirklich, sobald ihr seht, da kommen Fische aus dem Wasser, die ganzen kleinen Fische springen zur Seite, haut den Popper direkt dorthin. Haut nicht einfach sinnlos irgendwo hin, wartet lieber, bis ihr seht, dass die räubern, und dann knallt's. Ich kann es leider nicht auf Kamera festhalten, ich kann nicht angeln und Kameramann spielen, das geht nicht. Meine Kamerafrau ist heute zu Hause geblieben, aber beim nächsten Mal, denke ich, kann ich euch auch mal ein paar Live-Bässe so mit Oberflächenködern demonstrieren. Ist richtig geil. Das räubert gleich wieder. Ich mache gleich weiter. Genau, zu den Ködern komme ich später. Bis gleich. Wunderschöner Rapfen, Popper voll drauf gezimmert, unter Wasser sogar. Alles klar, kommt wieder zurück. So, vom Wasser direkt nach Hause. Das ist nicht ganz richtig. Wir haben heute Montag, ich war gestern angeln und habe das alles, was ich jetzt mir vorgenommen habe, am Wasser noch euch noch zu erklären, welche Köder ich verwendet habe, wie ich die Köder führe, musste ich abblasen. Ich habe einen kleinen Sonnenstich erlitten und bin dann erstmal nach Hause gefahren, habe mir ein schönes Eis einverleibt und bin ins Bett. Und jetzt werde ich euch das Ganze hier zu Hause erklären und zeigen und mal gucken. Ich fange am besten damit an, was ich mir vorgenommen habe. Ich wollte im Prinzip auf alles gehen, was so sich in der Elbe rumtreibt, weil meine Serie nennt sich ja auch Spinnfischen an der Elbe, und wollte mich jetzt nicht direkt spezialisieren auf einen Fisch. Und da ich aber gestern gesehen habe, dass die Rapfen geräubert haben, dachte ich mir, ich habe mir doch Popper gekauft und muss die mal ausprobieren. Nun hatte ich zuerst diese großen Varianten von den Poppern. Das ist jetzt ein silberner, sieht man ja. Dann so eine leichte, so eine Tigeroptik, Barschimitat, ging gar nichts. Also die haben geräubert, ich habe die Köder wirklich direkt hingehauen, vors Maul, ist nichts drauf gegangen. Dann habe ich eine etwas kleinere Variante bevorzugt. Barschimitat, grün, gelb, roter Bauch. Und
und reingeworfen, direkt draufgeknallt, wie er auch so schön im Video sehen konnte. Leider konnte ich die Bisse nicht festhalten, weil ich, wie gesagt, nicht Kamera führen und angeln kann. Beim nächsten Mal klappt das dann bestimmt, da werde ich nochmal ein extra Hapfenvideo drehen und euch das eventuell auch mal zeigen können, wie da so ein Rapfen drauf knallt. Das ist einfach richtig geil, das macht schon Spaß. Des Weiteren habe ich mit kleinen Wobblern gefischt. Vom Kleinen angefangen, auch ein bisschen naturgetreu, zwar etwas größer, aber schon wie gesagt naturgetreu. Und dachte mir so, okay, versuche ich es mal damit. Gar nichts. Ich muss wirklich sagen, ich habe keinen einzigen Biss bekommen. Ich bin dann wieder umgestiegen, auf die Popper reingehauen, draufgeknallt. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, wenn ihr, kann ich jetzt nur aus meinen Erfahrungen sprechen, ich bin ja jetzt nicht so der Popperangler und Elbenfischer oder gehe auf Zander oder Rapfen. Das ist komplettes Neuland für mich. Aber ich kann durch den gestrigen Tag, denke ich, schon viel wissen, was ich vermittelt bekommen habe von den Fischen, an euch weitergeben. Dass man wirklich, wenn die Sonne scheint, nicht in den Schattenbereich wirft. Also ich war gestern unter einer Brücke, an der Hafeneinfahrt, und da war über dem Wasser war eine Brücke. Und diese Brücke hat Schatten aufs Wasser geworfen. Im Schattenbereich haben die zwar geräubert, sind aber nicht auf die Popper drauf. Und sobald ich in den Sonnenbereich geworfen habe, wurde es dann wahrscheinlich mehr reflektiert. Oder die Rapfen das besser sehen an der Oberfläche, ich weiß es nicht, hat es natürlich besser drauf geknallt. Sobald ich in den Schattenbereich kam, kamen die Bisse auch nicht mehr, da konnte ich direkt durchziehen, konnte mir somit die Zeit sparen. Und das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen wollte zu dieser Hafeneinfahrt, die ist jetzt nicht so tief, wie man es vielleicht erahnt, also man muss es nicht zwanghafterweise mit Poppern fischen. Ich habe, wie gesagt, mit Wobblern mein Glück versucht, in derselben Optik, wie die Popper auch sind. Die sind einfach nicht drauf. Ging nicht, gar nichts passiert. Egal. Zum Vorfach. Ich weiß, er schwört auf Stahl oder 7x7 oder 1x7 in diesem Falle. Ich muss sagen, logisch, wenn ich weiß, es sind Hechte vor Ort, verwende ich Stahl. Nur in diesem Falle, die Rapfen waren da so straff unterwegs, da brauche ich keinen Stahl, da zieht kein Hecht drauf. Wenn man weiß, das sind Rapfen, die da räubern, dann steht daneben nicht direkt ein Hecht. Nehme ich einfach mal an. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Da habe ich hier eine kleine Rolle von 45er Monofiler, die ich mir auf ungefähr 50, 60 cm zuschneide und dann mir, wie wenn ich jetzt ein Vorfach aus Stahl anfertige, einfach mit dieser 45er Monofil. Klar, man kann auch Fluorcarbon nehmen, habe ich mir jetzt auch geholt, hatte ich vorher nicht gehabt. Ich bin, wie gesagt, an der Elbe das erste Mal gewesen. Alles Neuland für mich, sonst nur mit Stahl geangelt. Jetzt habe ich nämlich festgestellt, wenn ich mit diesem Fluorcarbon oder in diesem Falle 45er Monofiler fische, dass ich einfach mehr Bisse bekomme. Also gerade mit dieser Oberflächenangelei. Ich habe es versucht mit Stahl, es kamen keine Bisse. Dann bin ich umgestiegen auf diese Monofile. Auch vor vier Tagen, wo ich an der Elbe war, hatte ich mit Stahl gefischt und diesen kleinen Barschwobbler drauf gehabt. Da hat es auch schon einige Sporen. Ich habe dann schon 2-3 Zander fangen können. Kleiner, aber macht auf jeden Fall auch Spaß. Und hatte keinen Biss bekommen. Dann bin ich umgestiegen auf diese Monofile. Und so ein Zander, es ist eine straffe Monofile, 45er, das klappt, da beißt er das nicht durch. Und wenn dann ein Hecht unterwegs ist, dann knallt er vorne auf den Wobbler drauf. Da passiert nichts.
Jetzt habe ich jetzt 45er Monofile draufgezogen. Da kamen die Bisse. Und das gleiche war gestern gewesen. Ich habe quasi umdisponiert auf die Monofile und Popper dran, reingeknallt, da kam der Biss. Ja, ich hoffe, ich könnte euch einen kleinen Überblick vermitteln, wie ich gestern gefischt habe und mit welcher Köderung, welche fangen, welche nicht. Ansonsten würde ich einfach vorschlagen, wenn es regnet, wenn die Sonne nicht so prasselt, vielleicht doch auf Wobbler umzustellen und dann fangt ihr wahrscheinlich auch den einen oder anderen Apfen. Jetzt ist gerade sowieso eine geile Zeit, wir haben jetzt August, Hochsommer, absolut. Ja, dann würde ich sagen, nächstes Video, ich kann es ja nicht versprechen, ich kann jetzt nicht sagen, im nächsten Video gehe ich auf Zander oder auf Wels, denn ich werde es einfach so machen, ich werde sehen, was kommt. Wenn ich jetzt 3-4 Zander fange, wird es ein Zander-Video. Wenn ich in Wels fange, wird es ein Überraschungs-Wels-Video. Aber wir werden sehen. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Vielleicht könnt ihr unten auch noch ein paar Kommentare da lassen. Über Abos freue ich mich natürlich auch. Dann bis bald. Tschüss.